Fritzi, Servus, hallo, Swiss hier. Jetzt mal mit einer Runde mit meiner Charles Martel. Ich habe das schon mal gesagt, ist einer meiner Top 3 Tech-T-Kreuzer. Ich liebe die wirklich heiß und innig. Und ich finde, das ist auch ein sehr, sehr unterschätztes Schiff. Lohnt sich wirklich für Kreuzerliebhaber, die Franzosen durchzuziehen und auf die Charlie zu kommen. Weil es der einzige Tech-T-Kreuzer ist, der, ja, weit, weit unter 9 Sekunden 203er abschießt. Ich habe sie, glaube ich, knapp unter 8. Aber voll Agilität. Also sprich, da geht was mit dem kleinen Franzosen. Ja, wir sind im 9er Gefecht. Wir haben zwei Zerstörer pro Team. Genau. Und doch immerhin 1, 2 Kreuzer. Wow. Der Rest sind Schlachtschiffe. Kein Flievertüträger, sehr entspannt. Mal ausnahmsweise keiner, der mich von oben nervt. Links sind wir gespawnt, links werden wir bleiben. Ja, und dann gucken wir mal, was passiert. Ja, erstmal den Rundumblick. Wen habe ich hier bei mir? Schlachtschiff. Eine Gearing. Gut, ich fahre nach vorne. Und wenn ich auf der Seite spawne, ziele ich immer genau auf die Insel da. Ja, weil die halt einfach gut ist für Kreuzer. Genau, viel Glück und ruhige Wasser. Danach sieht's aus, er mit seiner Sci-Fi-Lackierung. Die Insel hat in viererlei Hinsicht einen riesen Vorteil. Sie gibt mal ganz klar Deckung von vorne, ist logisch, sonst wären wir da im Open Water. Man kann drüber schießen, wenn man drüber kommt. Und ich gucke mal, ob es hier schon klappt. Nee, da komme ich noch nicht drüber. Also, neuer Versuch. Iowa will nicht. Oh ja, das ist sehr freundlich. Ne, Nebelwand. Und ich komme nicht über die Insel. So eine Scheiße. Und jetzt gehen sie zu. Ach, ist er. Oh, wir haben die ersten Treffer. Haha. Was haben wir denn noch Schönes? Auch einfach die Iowa, die macht jetzt da. Wie sagen wir in der Schweiz so gerne? Jetzt Nüni-Pause. Ne, so wie das aussieht, dreht die weg. Aber trotzdem, wir fahren mal in den Nebel rein. Nebel schadet nie. Vor allem nicht, wenn man auf Schiffe schießen kann. Und wie gesagt, man sieht das wirklich gut, wie schnell die wieder einsatzbereit ist. Und die haut schon ordentlich Schaden raus. Also das ist nicht zu unterschätzen, das Schiffchen. Und wie gesagt, sie ist schnell und wendig. Und die Alabama kommen hier nicht ran. Schade. Oh, JB! Ein Nationenduell, nicht ein Schwesterduell. Ein Nationenduell. Frankreich gegen Frankreich. Aber die Iowa ist am sozialsten. Die macht mit. Die fährt wenigstens brav, die Jean-Bart verpisst sich. Brennt aber schon. Schon mal gut. Die Iowa, die will nicht so richtig brennen. Der hat, glaube ich, seine Kiste mit Vaseline überzogen. Keine Ahnung. Ah, doch, jetzt brennt sie. Okay, alles klar. Jetzt brennt sie. Und ja, zur Iowa. 16 Inch. Also, wie gesagt, egal ob ihr einen schweren oder einen leichten Kreuzer habt, direkte Treffer wollt ihr von den Dingern nicht kassieren, ne? Also, die haut rein. Aber ich bin, wie ich bin. Einfach irgendwo, immer hier irgendwo stehen bleiben. So offen bin ich schon. Einer zielt auf mich. Ja, das dürfte die Iowa sein. Denn wenn einer sauer auf mich sein kann, bis jetzt, ist es die Iowa. Und warum ich mich nicht so wirklich darum kümmere, weiß ich bis jetzt noch nicht. Ich bin da vollkommen begeistert an der Alabama dran. Und haha, da kommen sie ja. Jo, dann weichen wir denen halt aus. Nicht? Mit 2 Sekündchen Ruderstellzeit, 2,1, 2,2 geht das relativ gut. So. Jo gut, was mich jetzt da geritten hat, weiß ich nicht. Breit zur Iowa, gute Idee. Ach so, da kommen schon die nächsten Murmeln zu fliegen. Juhu. Auch nicht schlimm. Also ihr seht, ihr könnt auch frontal mit den Dingern ausweichen, das ist überhaupt kein Problem. Weil auf die Distanzen gehen die einfach auseinander. Die Streuung ist einfach hoch. Und die gehen auch daneben. Komme ich nochmal über den Berg? Nö. Gut. Und das hat so ein bisschen was von Matrix, das Bild. Also wenn sie diese Dinger an einem vorbeipfeifen, so.
Man sich so ganz gekonnt nach hinten lehnt, Knie im rechten Winkel, der Kopf berührt den Boden, die Arme sind in der Luft. Hinter das Rückgrat gebrochen, die Hüfte ausgehängt, aber ist ja egal. So, und ich mach das hier mal ganz langsam. Also ich will jetzt dann nicht unbedingt meine Nase schon rausstrecken, weil auch die Nase tut weh, wenn man da was mitkriegt. Aber so wirklich rankommen tue ich wohl nicht mehr an die Dame. Also, vorwärts. Vorwärts. Genau. So. Die Alabama ist immer noch da. So, die Iowa haben wir nicht getroffen. So, Dille. So, wenn wir aufgehen, sowieso auf Vollgas, weil dann brauche ich Speed. Weil das ist eine Frage von der Zeit, bis sich die Heuerschaften rächen. Und, ja. Das muss ja nicht sein. Das tut ja nicht Not, ne? So. Aber wir bespaßen weiterhin die Alabama und die lässt sich auch bespaßen, finde ich gut. Da ich jetzt wieder zu bin, habe ich das Tempo rausgenommen, weil wenn mich keiner sieht, muss ich auch nicht Gas geben. Und ich komme gerade so schön bequem über die Insel. Und das Spiel ist nicht oder noch nicht deutlich. So, wir liegen mit zwei Schiffen vor. Aber der wirklich wichtige Teil ist, die haben keinen Zerstörer mehr. Und wir sehen nachher was ganz Spannendes. Also ihr seht rechts von mir dieses Quartett an BBs, die Alabama sowas von zerlegen. Und der richtig lustige Teil kommt erst noch. Also wir fahren jetzt da mal weiter vor. Ich fahre ein bisschen außerhalb der Insel. Aber wie gesagt, noch einmal. Vier Schlachtschiffe. Ja, wir zählen sie durch. Von links nach rechts. Eins, zwei, drei und vier, wo jetzt so eine Ecke fährt. Wo jetzt verschwindet. Vier Schlachtschiffe. Und guckt mal, was da kommt. So, jetzt Frage an die Allgemeinheit, bevor es richtig unterhaltsam wird. Was mache ich in der Otschakow, wenn mir vier Schlachter entgegenkommen? Variante A, Schlüssel abziehen, Motor ausschalten, Stöpsel ziehen, Kiste versinken lassen. Variante B, stehen bleiben, Rückwärtsgang. Variante C ist das, was er jetzt macht. Ganz doofe Idee. Ja? Brei zu vier Schlachtern. Ah je. Oh. 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 Oh je. Oh je. Waren da 20 Sekunden? 25? Junge, Junge, Junge. Also. Nee, ernsthaft. In so einer Situation. Nur auf die Bremse und rückwärts. Ich meine, ihr kriegt so oder so auf die Schnauze. Da müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Das sind vier Schlachtschiffe. Aber breit drehen. Oh, schlechte Idee. Aber ja. So, JB. Jetzt wollte ich es wissen. Das Nationenduell. Mein Plan wäre jetzt in dem Moment, pfeifen gerade auf die JB zu. Irgendwie zusehen, dass ich ihren mächtigen Geschützen ausweichen kann und torpen. Das war mein Plan. Bis dahin. So. Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Gucken wir mal, was passiert. Ich habe ja immer noch vier Dicke mit mir. Und dann ist natürlich für eine JB auch ganz eine schwierige Situation. Ich meine, auch wenn das ein mörderischer Kahn ist und wirklich ein ja, ein Mordscha Aden austeilt, Schaden austeilt. Aha. Ich kann mit dem Popo ein bisschen besser wackeln wie du. Da kannst du dich auch spitz zu mir drehen, Schnucki. Das kratzt mich nicht. Ich treffe dich trotzdem. Aber ob du mich triffst, ist die andere Frage. Da kommt der nächste Versuch. Mal gucken, was passiert. Ene. Ja. Knapp 6000. Aber jetzt kommt ein kleines Problemchen für mich. Jetzt kommt was von rechts. Und das ist ein bisschen doof. Weil jetzt fliegt mein Plan so ein bisschen über den Haufen. Weil ich hätte das bis zur JB geschafft. Sie hätte mich dann vermutlich versenkt. Aber ich hätte es bis zur JB geschafft. Bin ich mir sicher. Aber jetzt sind ja rechts von mir noch so Eumel. Und da sich irgendwo im Moment alle für die JB interessieren, habe ich mir gedacht, ja gut, ein Verehrer mehr oder weniger. Aha, sie brennt. Das ist schon mal gut. Jawohl, alle drei Türme raus. Wer haut denn so mit HE um sich? Da kenne ich nur ein Schiff. Und ich glaube, Sensei lebt. Oh, oh, ui! War ein Glück, dass wir einen beweglichen Arsch haben.
Natürlich, die Kleve. Wer denn sonst? Ja, nu. Aber auch hier wieder, denk dran, auch wenn es ein Doppelbrand ist, noch, also nicht löschen. Ja, erst löschen, wenn ihr in Sicherheit seid. Gerade bei einer Cleveland. Ja, wie ihr seht, auch die trifft nicht alles. So, jetzt kann ich löschen. So. Oh. Okay. So, ja, Problem gelöst ist gut. Also, Cleveland. Ganz schwieriger Gegner. Vor allem mit ihrer scheiß HE. Mich hat die Bismarck mehr interessiert. Aber jetzt erstmal wieder gucken, dass ich nicht in die Insel fahre. Und dann gucken wir mal. Jetzt war die Kleve aber hinter zwei Bergen verschwunden. Das heißt, ich habe jetzt mal ja Tempo rausgenommen. Hat meine Munitionsart noch nicht gewechselt. Gut, sie ist also hinterm Löwenkopf. Das heißt, sie trifft mich nicht. Das ist gut so. Ich treffe sie aber auch nicht. Das ist nicht so gut. Aber ist egal. In dem Moment spielt es keine Rolle. Wir wollen uns ja mit der Bismarck ein bisschen vergnügen. Also, gucken wir mal. Und auch hier wieder für den 7er Kreuzer bis jetzt 109 Zieltreffer. So, warum der Kollege Essig mich hier torpediert hat, das muss er mir später nochmal erklären. Ich habe es nicht ganz verstanden. Egal, wir auf die Bismarck, sofort ein Brand. So, und bei der Bismarck muss man aufpassen. Auch die geht durch, ja? Aber ich muss nur im Auge behalten, wo die scheiß Kleve herkommt. Da kommen die Schüsse von der Busy und sie gehen vorbei. Gut. Ein bisschen kurz, Junge. Bisschen kurz. Bisschen kurz. Ah, macht ja nichts. Die kann mich so locker wegradieren mit ihren Geschützen ohne Probleme. Da werden mir jetzt alle Schlachtschifffahrer beipflichten. Aber kleiner Nachteil ist, ich bin halt sehr beweglich. Und dementsprechend. Und wieder ein Feuerchen. Und das lodert jetzt ein bisschen länger, weil Monsieur hat ja sein Schadensteam eingesetzt. Und ja. Dann brennt es länger. Das ist wie, als wenn man scharfes Chili isst. Das brennt auch wie, mehr wie einmal. Also von dem her. Genau. Ja, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Für die Neuen lasst doch ein Abo da. Und ansonsten wünsche ich euch wie immer alles Liebe, alles Gute, bleibt gesund und wir sehen uns wieder. Euer Swiss.